Neuer Tag, neues Glück, so könnte man meinen. Also, ich habe heute hier wieder in einem Wald geschlafen, der allerdings da vorne, wo man eventuell, nee, das ist zu hell. Aber da, wo es zu hell ist, da sieht man, da ist irgendwie so eine Pferdekoppel, da hat gestern jemand auch mächtig Rasen noch gemäht und auch hier so rüber gelinst, hat ihn aber offenbar nicht die Bohne interessiert. Und da, wo es hell wird, ist eine Landstraße, naja, und das zieht sich hier quasi so rüber, die ist da hinten, irgendwie ist da noch ein Fußgängerweg. Also quasi bin ich hier in so einer Bauminsel gelandet. Und mal von abgesehen, dass hier auch eine Autobahn in der Nähe zu sein scheint und auch Zugverkehr, der mächtig laut ist, ist hier auf jeden Fall keiner vorbeigekommen. Aber der Tag hat natürlich gleich wunderbar begonnen, denn ich habe ja so ein, wie soll ich sagen, Muskelaufbaupräparat bei, so ein Pulver. Ja, jetzt nehme ich irgendwie auch, wenn ich zu Hause bin, regelmäßig, aber in jedem Fall habe ich es jetzt eben auch bei, als in so einer großen Schraubdose. Und die habe ich gestern offenbar ziemlich dämlich in meinen Rucksack reingepackt, in meinen Packsack hier, in meine Seitentasche, in diese hier. Und ja, als ich heute Morgen etwas in dieser Packtasche kramte, öffnete sich die Dose und verteilte sich im ganzen Zelt. Das Endergebnis sieht man noch hier. Ne? Also das ist quasi alles, was so auf meinen Sachen drauf war, auf meinem Pullover, auf meiner Hose, in dem Sack natürlich, auf sämtlichen Sachen, die in dem Sack drin waren, im Schlafsack, der Schlafsack war auch voll, also, und dann sitzt du da und überlegst, was machst du, um das Elend nicht noch zu vergrößern, ja, also sozusagen, der Radius hat ja eine gewisse Größe, das Zelt ist ja nicht so groß, sozusagen zu beiden Ausgängen wäre ich eigentlich hingekommen und jetzt musste ich wirklich so ein paar Minuten in mich gehen und überlegen, wie mache ich das jetzt, um sozusagen möglichst größeren Schaden zu vermeiden. Also war auf jeden Fall nicht einfach. Ich habe mich dann dafür entschieden, weil ich ja eh schon im Schlafsack gesessen habe, den Schlafsack ganz zu öffnen und quasi alles, was irgendwie kontaminiert war, in den Schlafsack reinfallen zu lassen. Und naja, und dann quasi mit dem Schlafsack raus und jetzt hier ausklopfen. Was relativ gut ging, glücklicherweise, denn heute war es trocken, also es hat überhaupt nicht geregnet, es war auch nicht feucht oder so, wobei ich jetzt festgestellt habe, dass es eh im Wald deutlich weniger feucht ist morgens als auf der Wiese. Wenn man quasi bei gleichen Wetterbedingungen auf einer Wiese aufwacht, dann ist das Zelt nass und der Wiesenboden auch, aber das Laub im Wald scheint das alles relativ trocken zu halten von der Morgenfeuchtigkeit. Naja, und das Problem ist aber, dass dieses Pulver, dass das mit Feuchtigkeit relativ schnell reagiert und dann halt zu so einer klebrigen Masse wird. Und da habe ich auf jeden Fall Glück gehabt, dass das nicht passiert ist, solange bis ich quasi losgeworden bin. Also ich habe so zwei, drei Sachen, so Rüben, wo sind sie? Hier so Rüben, die waren an der Seite, waren da so ein bisschen Feuchtigkeit drauf. Und hier sieht man das vielleicht ein bisschen. Naja, hier hat sich das so auskristallisiert. Und es wird dann halt auch so ein bisschen klebrig. Also, ui. Da habe ich echt... So muss der Tag anfangen. Naja. So, heute ist noch 80 Kilometer und dann bin ich endlich an meinem ersten Pfahlcamp in den Niederlanden. Also es werden wahrscheinlich noch so 55 Kilometer sein bis zur Grenze. Mal gucken, ob ich überhaupt mitbekomme, dass ich in den Niederlanden bin. In Europa ist das ja manchmal mit den Waldwegen gar nicht gesagt. Fährt man im Waldweg mit dem, was man an einem Land? Ist mir in Österreich auf jeden Fall schon mal passiert. Dann bin ich über die österreich-deutsche Grenze gewandert, habe das gar nicht mitbekommen. Erst als ich am nächsten Ort war. Genau. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen frühstücken, hier so im Stehen. Und ich habe hier noch ein paar Avocados, die waren eigentlich der eigentliche Grund, wieso das ganze Malheur passiert ist, weil ich nämlich nach den Avocados gekramt habe. So, und aha, der Rabe fliegt ab und alles fällt ein. Wenn die Vögel hier oben auf den Bäumen rummachen, dann fällt immer irgendwas runter vom Baum und mein Zelt drauf und so. Denkt man, was ist das denn? Naja. So, genug von dem humoristischen dieses Tages, ne? Immer das Lustige sehen. Jetzt den ganzen Mist einpacken und dann endlich nach Holland. Wup, wup.
Das konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Ne? Erster Meilenstein erreicht. Zweiter Meilenstein wird gleich folgen, indem ich hoffentlich bald diesen Pfahl-Campingplatz erreiche. Aber immerhin Niederlande. Wer hätte es gedacht?